das Hotel Schwarzer Adler. Über mehrere Jahrhunderte hinweg war die traditionsreiche Herberge Pirnas erstes Haus am Platz und zugleich einer der am besten frequentierten Orte der Stadt. Von dem Flair und Charme der alten Tage ist heute jedoch nicht mehr viel geblieben. Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten dominiert der Verfall das Geschehen an der Donaueschen Straße. Doch das soll sich jetzt ändern. Wir haben hier eine Perle in Pirna stehen, von der viele vielleicht noch gar nicht wissen, mit einer bedeutsamen Geschichte bis 1550 zurück. Und wir wollen diese unbedingt wieder aufarbeiten, wieder hier herstellen in Pirna und ja, was Bedeutsames für Pirna schaffen, einen gesellschaftlichen Mittelpunkt. Um dieses aufwendige Vorhaben umzusetzen, bedarf es einer Mischung aus Kernsanierung, Abriss und Neustrukturierung des alten Schwarzen Adlers. Zudem müssen die angrenzenden Gebäudepartien neu erworben werden. Die dafür notwendigen Schritte sollen im September eingeleitet und notariell beglaubigt werden. Wir haben ja ein großes Quartier aus mehreren Gebäuden. Die werden wieder zu einem, also zum Schwarzen Adler, so wird der Name auch des ganzen Ensembles heißen. Aus der ehemaligen soll dadurch auch zukünftig wieder eine Vorzeigeherberge erwachsen. Eine nach höchsten europäischen Standards mit 154 Betten. Eine, die der Stadt Pirna bislang fehlt. Darin befindet sich dann Hotel, Restaurant, der schöne Kultursaal. Es gibt eine Skybar, es gibt einen Wellnessbereich, also viele Bereiche, auch die für die Öffentlichkeit zugänglich sind, sodass die Bevölkerung auch wirklich daran teilhaben kann und hier wieder Leben stattfindet. Besagtes Leben soll sich perspektivisch wieder im historischen Ballsaal abspielen. Momentan lässt sich dies jedoch allenfalls nur in Grundzügen erahnen. Die Decken sind teilweise durchgebrochen. Auf dem Boden wimmelt der Unrat. Überall modert es. Nichtsdestotrotz sehen die Architekten eine gute Grundstruktur als gegeben an. Die Jugendstilmalereien aus dem frühen 20. Jahrhundert seien restauratorisch gut aufzuarbeiten. Das sehe ich im Großraum Pirna als Novum, dass im Prinzip ein Saal überhaupt zur Verfügung steht und dann auch noch ein Saal, der im Prinzip historisch so wertvoll ist und so toll ausgemalt und im Detail gestaltet ist, sodass wir den komplett restaurieren und nachbauen und im Prinzip ein Stück alten Glanz in die Neuzeit bringen. Die Konzeption sieht vor, dass in dem Veranstaltungsort künftig sowohl Buchlesungen, Film, Theater, Kabarett als auch Sinfonieorchesteraufführungen vor bis zu 450 Zuschauern möglich sein sollen. Da Bilder des alten Ballsaales rar sind, sind die Bürger im Zuge der Restauration nun um ihre Mithilfe gebeten. Seidel und Architekten freuen sich über Zusendungen aus der Bevölkerung. Um die Kultur aber tatsächlich zurück nach Pirna zu holen, braucht es eine enorme finanzielle Kraftanstrengung. Bereits heute belaufen sich die Schätzungen auf einen Kostenrahmen von um die 40 Millionen Euro. Die Zinsen gehen gerade nach oben, das Bauen wird teurer, wir wissen noch nicht, wohin das Bauen geht, also die Verteuerung an sich geht. Also es gibt hier Restrisiken, die gerade nicht schön sind, um so ein großes, kompliziertes Bauvorhaben voranzubringen. Dieses Risiko ist die einheimische Investorengruppe, die sich der Rat des Schwarzen Adlers nennt und erst im September an die Öffentlichkeit treten will, dennoch bereit einzugehen. Geht der Plan auf, kann der Bau des neuen Schwarzen Adlers nämlich mit 30, im Optimalfall sogar mit 45% gefördert werden. Im Zuge der Baumaßnahmen soll sich zudem das Gesicht der Donaueschen Straße verändern. Der Außenbereich soll verkehrsberuhigt gestaltet werden. Obendrein hat der Stadtrat bereits beschlossen, dass der historische Brunnen an seinen alten Platz direkt vor dem Hotel umverlegt werden soll. Die Fertigstellung aller Baumaßnahmen erwartet die Projektgesellschaft für Mitte bis Ende 2026.